Hallo Sportsfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 16 Legendenkarrieremodus bei Portland. Das ist die 7. Folge schon. Ja, das ist die 7. Folge jetzt halt schon von dem Karrieremodus, Legendenkarrieremodus bei Portland. Wir spielen gegen den FC Dallas. Und wir starten einfach mal direkt rein im MLS Cup. Das heißt ja die Liga hier. Und schauen wir mal, ob wir es hinkriegen gegen den FC Dallas. Ob wir da gut klarkommen gegen die. Eieieiei. Am Wochenende kommt ja der zweite Versuch, um Robert Huth zu bekommen. Ja, wir haben es im allerersten Versuch gestern nicht geschafft, aber ihr könnt es euch einfach mal reinziehen. Das war einfach eine epische Folge. Das ist einfach echt krass gewesen, da diese zwei Spiele, Alter. Das erste ist rechts, das zweite Spiel, das war einfach nur krass. Ja, das zweite Spiel war einfach nur krass. Das müsst ihr euch einschauen und dann... Ja, wir starten einfach mal rein, komm, auf geht's. Und schauen einfach mal, wie wir hier jetzt klarkommen. Gegen diesen Gegner. Mit Robin van Persie. Erste Chance, erstes Tor. Durch Robin van Persie, weil der Ball leicht abgefälscht ist. Ja, ein leichtes Thema habe ich auch noch. Weil ja jetzt halt sind zwei Transfers schon mal safe bei FC Bayern München. Sind da zwei Transfers sicher gewesen. Ich bin ja Bayern-Fan. Ja, einfach mal darüber reden, einfach weil ich gerade Bock habe oder es einfach nur so ausgab, wäre abgefälscht. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal kurz. Ah doch, der ist abgefälscht vom Innenverteidiger, okay. Ja, die zwei, einmal, ja, ein neuer Innenverteidiger, der Mats Hummels. Ja, ich will auch mal andere, die Dortmunder Fans fragen, ob, weil, naja, ich finde es jetzt, ja, okay, eigentlich ist es nicht so schlimm. Mats Hummels kommt wieder zurück in seine alte Heimat nach München. Da, wo er auch seine komplette Familie ist. Aber ich finde es ein bisschen schade, weil Dortmund ist eine starke Mannschaft mit Mats Hummels noch in der Innenverteidigung. Wären die noch besser. Aber die können sich ja welche holen noch. Auch wenn, die haben ja das Geld dafür. Für 35 Millionen ging er ja jetzt nach München. Und deswegen geht das auch. Die haben ja noch, die wollen ja Toprak oder Niklas Süle holen dann. Ja, nochmal einen neuen jungen Innenverteidiger holen. Aus einer Liga. Aus der Bundesliga, auch aus Hoffenheim. Ja, könnte man auch sagen, ja, die machen jetzt Hoffenheim kaputt in der Innenverteidigung, ja. Mit Süle oder Leverkusen kaputt. Könnte man auch sagen, ja. Auch wenn jetzt Bayern schon drei Spieler jetzt dann von Dortmund geholt hat, wie jetzt Lewandowski, Götze. Weil erst kam ja Götze, dann kam... dann kam Levi und jetzt noch Mats Hummels. An Reus waren sie auch mal dran und das wäre dann zu krass gewesen. Hätten sie noch Reus oder würden sie auch Reus auch noch holen. Ja, finde ich jetzt, weil einfach das der gehört noch. Für mich können die einfach in Dortmund bleiben. Ja, der. Ah, schade. Der Reus, ja, wir haben ja noch. Wir haben ja jetzt halt gute geholt, Bayern hat ja gute geholt und wie zum Beispiel jetzt in Costa oder in Kingsley Coman. Und jetzt hat er auch noch den Sanchez, der was als ZOM spielen kann. So wie es aussieht, geht ja Götze dann nach 3 Jahren in München jetzt hat. So wie es aussieht. Ja, weil der Ancelotti haben ihn auch geraten, einen anderen Verein zu suchen. Einfach mal sich umzuschauen, wo er hingehen will. Hat ihn ja der Ancelotti ihm geraten. Keine Ahnung warum. Götze ist ein krasser Spieler, was eigentlich Bayern halten sollte jetzt, wenn ich jetzt ein Bayern Vorstand wäre oder der Trainer von Bayern, ich würde Götze behalten und würde Götze auch spielen lassen, weil Götze ist ein abnormaler krasser Spieler. Ja, und das ist einfach echt krass, wie der eigentlich abgehen kann, wenn man den richtig fordert, ist er so ein Spieler. Den, was man eigentlich ja ein bisschen hatscheln und verwöhnen sollte. Ja, so wie viele halt sagen, ich weiß es ja nicht. Ich kenne mich da auch nicht so. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der was da jede Sachen da rumliest, über. Weil.
Ja, einfach das alles so liest die ganze Zeit, das ist auch nicht so mein Ding. Sage ich ganz klar jetzt halt mal, dass das nicht so mein Ding ist. Ja, einfach irgendwelche Foren oder sowas so dann zu lesen. Und ja, der Götze, der muss so behandelt werden. Es ist ein Fußballer, Alter. Der wird so behandelt, wie er als Fußballer, jeder Fußballer behandelt wird eigentlich. Wie jeder Spieler im Verein behandelt wird. Und nicht jeder Spieler kriegt nicht hier seine Sonderbehandlungen oder. Weil sowas, es ist einfach irgendwie langweilig dann, wenn du, ja, er spielt nur besser, weil er eine Sonderbehandlung bekommen hat und so weiter. Und die ganzen anderen Spieler, die denken sich auch nur so dann, ey, warum krieg ich das nicht? Und das macht einfach den Team Spirit, oder die Team, wie heißt das jetzt, man, die Teamfähigkeit macht es irgendwie kaputt oder sowas, oder die Zusammenhalt macht es kaputt, weil der eine Spieler mehr kriegt als der andere halt. Ja, so sehe ich das halt. Und deswegen. Hat es eigentlich Pep ganz okay gemacht, dass er aber ein Götze hätte er oft öfter spielen lassen können. Auch nach seiner Verletzung ist er ja sehr, 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 sehr lange auf der Ersatzbank nur geblieben, obwohl er wieder fit war. Er hat ihn mitgenommen, aber nie aufgestellt, was ich irgendwie ein bisschen assi fand von Pep. Aber naja, der Trainer weiß, was er macht, der Trainer ist der King. Und deswegen kann man da auch nicht wirklich viel meckern. Wenn der Trainer sagt, nein, du spielst nicht, dann spielst du nicht. Und dann kannst du nicht sagen, doch, ich spiele jetzt, weil ich jetzt ein Mario Götze bin. Oder weil ich jetzt ein, keine Ahnung. Was er ja auch mit Ibrahimovic mal gemacht hat. Oder wer war denn das noch? Mit Mandzukic hat das er mal gemacht. Viele sagen ja auch, der hat einen Schweini vertrieben, der hat einen, keine Ahnung, vertrieben. Vertrieben, wer wissen noch gegangen, man zu ist ja der vertrieben sozusagen, ja, hieß es ja alles und da kann ich jetzt nicht sagen, hat er, weil naja, er lässt halt so spielen, wie er es am besten braucht und wenn er sagt, nein, ich lass dich jetzt nicht so spielen, ich spiele jetzt nicht so, wie du willst, ja, ich spiele jetzt nicht so, wie du willst, ich spiele so, wie ich will und ja, deswegen sehe ich das komplett ein, was er gemacht hat. Auch wenn er jetzt hat, das eigentlich schon so besser machen hätte können. Aber naja, was er nicht macht, macht er halt nicht. Und deswegen einfach, ja, habe ich eine komplette Halbzeit über dieses Thema geredet. Cool, ne? Ja, weiß jetzt nicht, ob ich das überhaupt in den Titel schreibe oder irgendwas anderes in den Titel schreibe. Weiß ja nicht wirklich um Bayern eigentlich gehen sollte, aber naja, hätte ich auch jetzt im normalen Karrieremodus gemacht, hätte ich aber bestimmt vergessen. Ja, und am Wochenende ja kommen ja die zwei Partien vielleicht von dem BPL Tots Cup. Wie, ja, da probiere ich es nochmal, den zu holen, weil ich probiere es jetzt an, ich probiere es halt so lange, bis ich ihn wirklich geholt habe dann. Weil ich am Wochenende eigentlich nicht da bin. Da bin ich wo ich jetzt. Wo ich muss halt 6 Stunden dann war ich da mit dem Bus wohin. Und ja. Und besuch jemanden. Der was mir sehr wichtig ist, ja. Vielleicht wisst ihr es ja. Ich weiß es ja nicht. Wenn ihr meine Videos aufwendig, ja. Wenn ihr meine Videos aufwendig verfolgt, ja. Oft verfolgt oder gut verfolgt. Wisst ihr es vielleicht, ja? Was ich damit meine genau. Und ja, ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr glaubt, wohin ich fahre. Außer wenn es die Person das schreibt, die was weiß, was ich mache, die bitte nicht schreiben, weil irgendwie das finde ich ein bisschen assi. Ja. Wenn ich schon sage, die sollen schreiben, die was es nicht wissen, dann ist glaube ich schon ein bisschen so, ja, die was es nicht wissen, wirklich. Ah, schade, komme ich nicht durch. Ja. Aber jetzt rede ich mal hier ein bisschen mehr über das Spiel. Ich würde mich wieder mehr auf das Spiel konzentrieren. Weil wir jetzt noch ein Tor brauchen, um das Spiel mal hier zu gewinnen. Unser zweites Spiel hier zu gewinnen, was wir hier in der Liga haben. Weil in der Liga haben wir noch kein einziges Spiel ja gewonnen. Und ja, deswegen halt. Das ist Martin Di Michelis, auf Terry. Ja, geil. Die ganzen Innenverteidiger sind da vorne. Und jetzt hat. Oh, Lukas.
spielen da hinten rum oder was? Willst du mir gerne verarschen oder was? So, schön gemacht. Jetzt kriegt er aber hier wieder nicht. So, jetzt müssen wir aber aufpassen. Komm, Patriz. Patriz Evra macht es stark. Spielt auf Lampard. 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 Spielt auf Diego. Diego wieder zurück zu Lampard. Lampard auf Quaresma. Wäre schön gewesen. Okay, wir fangen mal an hier weg zu wechseln, weil sonst wäre das ja hier gar nichts mehr. Didier Drogba kommt für Diego. Und Andrea Pirlo kommt für Lampard. Ja, jetzt muss ich überlegen, wen bringe ich denn rein? Ich bringe einfach mal Andrea Scharwin. So, für Lukas. Hat mir jetzt nicht so gefallen, der Lukas Podolski. Ja, und deswegen einfach, ja, wechsle ich einfach mal. Die Legenden drehen durch, die Legenden drehen gerade durch, ey, die... Komm, Martin, super. Didier, auf Luca, Toni, der auf... Natürlich auf Robin van Persie, Luca, Toni, Luca, Toni, der macht den natürlich rein, doch Robin van Persies schöne Vorlage hier und nicht zu halten eigentlich für den gegnerischen Keeper. Steht 2-1, 72. Spielminute, läuft doch, das haben wir hier gut gewechselt auch noch. Auch wenn jetzt die Wechsel nicht wirklich viel mitgeholfen haben jetzt. Bis auf vielleicht Didier Drogba. Also immer wieder aufpassen hinten. Der Ball kommt lang nach vorne. Okay. Nicht so schwierig zu verteidigen. Kommt Quaresma. Oh, Quaresma, unser 5-Sterne-Skiller. Andrea Pirlo kommt da auch nicht hin. Ich spiele ihn nach außen. Auf Kalis Castillo. Und Patrice kommt da nicht hin. Oh, wenn mein Auge juckt. Geil. Mir juckt das Auge. Oh. Danke, dass du drüber geschossen hast. Ach, stimmt, ich habe Victor Valdez jetzt gerade im Kasten. Stimmt ja. So, Patrice Evra. Der auf Andrea Pirlo. Der auf Didier Drogba. Drogba auf Außen. Auf Außen, habe ich gesagt. So. Zack, in die Mitte gespinnt. So, was mache ich jetzt, Mann? Was mache ich jetzt? Ein bisschen hier. Fake Shot, zurückziehen. Geh in die Lücke auf Robin van Persie. Robin van Persie. Und der Seitz hier im Kasten vom Gegner. Der hält den. So, Quaresma mal wieder mit der Flanke. Die ist nicht schlecht. Hinten steht Patrice Evra. Evra. Er kann schießen. Der kann schießen und da ist er. Wer ist denn das? Ich weiß es nicht. Terry. John Terry, glaube ich, ist es. Natürlich. John Terry mit dem 3:1. Eieieiei. Was für ein Spiel, Alter. Der Patriz, zack. Und Didier Drogba noch auf der Linie. Rettet er den Ball, bringt ihn in die Mitte. Und John Terry ist der. Der Baum in der Mitte, der steht da in der Luft eine halbe Stunde lang und dann nickt er den Ball da ein. Ich dachte schon, was macht denn der denn da? Harris? Der heißt ein hat einen Harris, oder? Gay. Oh, der war gut. Terry jetzt mal hinten, der war nicht gut von Terry. Oh, halt auf. Quaresma. So, schön. Hokus Pokus, jetzt halt auf Evra, der kommt nicht durch, Einwurf für uns. Van Persie will den Ball, Van Persie kriegt ihn. Zack, vorbei, Didier Drogba, der kommt da nicht durch, schade. Martin Dimi. Kehles hat den Ball und trotzdem pfeift er faul, okay. So, auf Andrea Pirlo. Andrea Ziegenbart Pirlo, Andrea Scharwin. Scheiei, war ein schöner Schuss von Andre. So, Drogba. Holt ihn sich und dann ist das Spiel auch aus. Wir gewinnen 3:1 mal. Wir gewinnen einfach 3:1.
Unser zweiter Sieg insgesamt war auch verdient. Wir waren die bessere Mannschaft, die klar bessere Mannschaft waren wir auf dem Platz. Ja, wie auch gesagt, ja, ich werde die Karriere auch nur ein Jahr machen. Ja, außer ihr lässt ein paar, ihr lässt einfach mehr positive Wertungen da, mehr Aufrufe oder so weiter, ja. Wenn ihr einfach darauf noch Bock habt, da weiter dann zu machen. Ja, einfach da weiter Bock drauf zu haben. Ich kann nicht mehr reden. Oh, Jovinko ist wieder fit, das ist auch super. Ah, wir haben sie, ich habe mal probiert, ein paar zu verlängern. Und ja. Und die meisten lehnen ab, endlich den Füll, bla 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 bla. Naja, ist auch nicht so schlimm, weil die alle halt nur ein Jahr haben. Die meisten verlängern nicht, egal. Ist auch nicht so wichtig eigentlich. Oh, gegen Orlando. Alter. Durchgesprochen, wir beide sind uns. Ah, okay, Vertragsverlängerung von John Terry. Stark, der was das Tor jetzt gemacht hat, auch noch. So, und jetzt hat Will. Walter Samuel will spielen und Daniele De Rossi will spielen, der Italiener. Okay, dann packen wir De Rossi rein. Dann packen wir hier Walter Samuel rein, der was spielen will. Und dann unser Gianluigi Buffon. Ja, unser Buffon packen wir rein. Dann haben wir. Der Kreut kann Verteidiger spielen, krass. Und Gerard kann auch verteidigen, okay. Aber wir hauen einfach mal Maicon dahin. Lukas Podolski. Und da Jovinko ein bisschen fit ist, der aber starken Rechten hat, will ich ihn eigentlich nicht auf der linken Seite bringen. Natürlich mal Quaresma auf die rechte Seite, da wo er eigentlich ja zu Hause ist. Und packen einfach mal Jovinko da rein. Und schauen, wie er sich schlägt. Die Natalia nehmen wir auch mal wieder mit. Den packen wir mal ins ZOM. Schauen wir mal, ob er sich da besser macht als normaler Stürmer. Dann nehmen wir die andere, eine Legende wieder mit. Die zwei Innenverteidiger dabei. Den Manja Vidic tue ich mal raus. Den tue ich auch in die Startelf einfach mal. Statt Terry. Dann ist der Rossi Kapitän. Das ist auch okay. Und schauen einfach mal, was dann so abgeht. Ja, ich habe auch eine Formation mit einer Dreierkette, aber die werde ich vielleicht ab nächsten Part dann, übernächsten Part nach Orlando spielen lassen. Wer kommt denn dann danach? Danach kommt New York, okay. Ja, und das sollte dann passen. Gegen New York spielen wir dann mit einer Dreierkette dann. Und dann werde ich sagen, Leute, lasst einfach mal eine positive Wertung da. Und ja, lasst einfach eine positive Wertung da. Morgen ist dann Freitag, ne? Ja, ich glaube Freitag wird. Ich weiß ja nicht, was kommt. Ich weiß es echt noch nicht. Ich weiß nicht, was dann kommt. Vielleicht kommt irgendwas anderes Spannendes oder so. Ich weiß auch nicht. Werde ich ja noch vielleicht noch aufnehmen oder sowas. Ja, und dann hätte ich sagen, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und so weiter. Bla bla bla. Schaut auf meinem zweiten Kanal vorbei. Schaut auch auf unten in der Videobeschreibung. Sind alle Social Media Links. Ich habe jetzt auch Snapchat. Ja, da könnt ihr auch mal unten in der Videobeschreibung schauen. Da heiße ich auch Tuvas FIFA. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.